Ja, schönen guten Tag, Frau Müller. Es freut mich sehr, dass Sie meine Anfrage nach einem Interview zugestimmt haben. Und deswegen begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich bei meinem Kongress Ausblicke auf die neue Zeit. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Schön. Wir wollen heute über Ihr Wirbelweltbild sprechen, wobei wir darauf verzichten wollen, jetzt mathematische Herleitungen oder Formeln zu bringen, sondern wir wollen es so anschaulich wie möglich halten und vor allen Dingen auf die Konsequenzen und Inhalte eingehen. Ich denke, das Wesentliche lässt sich tatsächlich relativ leicht auch mit Worten ausdrücken. Ja, Sie beschäftigen sich jedenfalls inzwischen seit über 20 Jahren, soweit ich weiß, mit diesem Wirbelweltbild. Und ich denke, für die Zuschauer könnte es sehr interessant sein, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich damit zu beschäftigen. Das kann ich gar nicht in wenigen Sätzen sagen. Das sind ganz viele verschiedene Zugänge gewesen. Beispiel auch mein Mann, der ist Erfinder. Und da habe ich dann ein Forum gehabt, da ging es auch um Erfindungen. Und da hatte ich dann mit dem Felix Wirth zu tun. Der hat so eine Maschine gebaut, wo man aus der Gravitation durch so eine Wuppbewegung da sozusagen eine Beschleunigung reinholt in den Kreis. Ja. Und daran habe ich kapiert, dass man eben mit diesen äußeren, naja, wie soll ich sagen, dieses äußere Mitschwingen, es durfte also nicht fe zu festgebaut sein, es musste so wobbeln, dass man da die Gravitation reinholt. Und dann habe ich kapiert, ja, wenn die Wirbel alle so sind, dann benutzen die praktisch am Rand die äußeren Kräfte, um sich zu beschleunigen. Und das war so der Anfang, wo ich kapiert habe, hier wird ja was reingespeichert. Hier ist ja praktisch eine Selbst, wie sagen, eine Art Ernährung, ja. Eine Verlusteausgleich, den kann man sich jetzt vorstellen. Das wurde früher, oder auch beim Tornado sieht man das nicht so. Da ist man einfach noch zu blind, wie der sich eigentlich aus der Gravitation ernährt. Ja. Das war dann der Anfang. Gut. Und können Sie für die Zuschauer ganz grob mal beschreiben, was das letzten Endes heißt, dieses Wirbelweltbild? Ja, dass sich diese Sache nicht nur auf die Tornados beschränkt oder auf andere Wirbel, die wir im Wasser kennen, oder? Also ich denke, das reicht sich auf, dass wir jetzt ja, um die Anschaulichkeit nicht zu überzustrapazieren, auf die Tornados oder Torcados Ja, uns beschränken. Torcado ist vielleicht noch ein Wort, was ich kurz erkläre. Das kommt ja von Tornado. Da habe ich nur einen Buchstaben getauscht, um zu sagen, Torcado ist allgemein, Tornado ist ein Wetterphänomen. Und unter Torcado verstehe ich alles, was irgendwie sehr langlebig ist als Wirbel, weil es sich durch die Umwelt ernährt, weil es durch die Schwingung in der Umwelt die Verluste ersetzt. Und letztendlich sind es auch die Atome, die Bestandteile der Atome, die Sonnensysteme und sogar wir selbst, unsere Biofelder sind eigentlich Wirbel. Also das sind feinstoffliche Strömungen, die wir leider nicht sehen. Abgesehen von einigen Menschen, die da aurasichtig sind. Aber die sehen es auch nicht immer strömen. Das sind sehr hohe Frequenzen. Und damit kann man aber durchgängig eine Skalierung finden. Vom Sonnensystem über den Menschen runter zur DNS und noch weiter runter zum Atom sind ganz feste Abstände. Das habe ich gefunden. Feste Potenzierung von 2. Also es sind jeweils in einem Schritt 26 Verdoppelungen oder Halbierungen. Nach unten Halbierungen, nach oben Verdoppelungen. Wir kommen zum Beispiel von der Kopfgröße mit 26 Verdoppelungen zum Erdkugeldurchmesser. Also sie sind wunderbar mit 26 Verdoppelungen gleich. Und damit sind wir alle in der Erdresonanz, alle gleichzeitig. Der mittlere Kopf natürlich. Und diese Wirbel sind ja auch teilweise ineinander oder überwiegend sogar Das ineinander ist ganz verbunden. klar.
Die sind alle verschachtelt und Subwirbel in Überwirbeln und die Überwirbel ernähren die Subwirbel. Die kleineren Subwirbel, die neuesten sozusagen, bilden sich gerade neu. Da entsteht eine Art Sog dabei, der wieder das ganze Ding in Gang hält, weil neuer Sog wieder neue Strömungen anzieht, die dann, es ist wie ein Uhrwerk. Ja? Mhm. Und die Atome ernähren sich von ihren Umfeldern und wenn die zum Beispiel in einer Biomaterie sind, ernähren die sich von DNS-Schwingungen und die ernähren sich wieder von Organschwingungen der Organe und das nur schrittweise weiter. Also es ist jetzt, wir sind jetzt schon an Anwendungsthemen. Ich wollte damit nur sagen, wichtig ist beim Torcado, dass er holographisch aufgebaut ist in vielen Ebenen und damit eine Ankopplung hat auch an viele Ebenen. Und jetzt könnte man über Dimensionen reden, das sind aber wieder ganz andere Themen. Er muss ernährt werden. Und er hat auch noch die Eigenschaft, dass er an der oberen Seite, also wenn das umgebende Feld nach unten kommt, Feld ist für mich eine Strömung. Wenn die nach unten geht, kann man oben definieren und dort muss er größer sein als unten. Ja. Der untere Pol, den nenne ich Südpol, der hat immer eine kleinere Größe und dadurch ist der Sog gesichert, dass es wieder rein kann. Ja, beim Öffnen entsteht der Sog, der bis unten reicht. Der muss bis ganz unten reichen und nicht nur in die Mitte. Und dann ist das Ding geschlossen. Und wenn die gleich wären, wie man das beim Torus sieht immer, reicht das nicht. Da laufen die dann außen weg. Das ist diese Asymmetrie. Das wäre ein Torus mit einem Ei-Querschnitt statt einem Kreis. Das ist noch wesentlich. Gibt es irgendwelche letzten Endes leicht beobachtbare Phänomene, in denen man als Laie auch erkennen kann, dass tatsächlich Wirbel in Wirbeln verschachtelt sind? Wissen Sie da irgendwas? Ein schönes Beispiel sind die Mäander beim Wasser. Stimmt. Also die Flüsse, die von den Bergen kommen, bilden Mäander. Mhm. Das ist kein Zufall, das ist auch so eine verkoppelte Wirbelform. Ja. Ja, der Fluss selber bewegt sich in den Steilkurven von unten hoch und fällt in der Flussmitte runter. Das ist schon die eine Ebene. Ja. Es ist am stärksten in der Steilkurve. Und dann muss er aber in die nächste Kurve gehen, die ist andersrum. Ja. Und da hat er ein Problem, wenn jetzt hier sowas so dreht und dann muss es plötzlich andersrum drehen, klappt nicht. Anhalten, Wasser anhalten. Also muss er was unternehmen, um zwischen der und der Kurve immer noch zu wirbeln. In der anderen muss es genauso stark sein. Mhm. Und da schrumpft dieser Radius auf ein Minimum und dann steigt er wieder. Aber in der Mitte, in der Furt, gibt es so praktisch einen Kugelwirbel, der übrig bleibt, der sich dann einmal so dreht um 180 Grad. So ein Purzelbaum, so ein halber Purzelbaum. Und dann kann der rückwärts weiter in die nächste Kurve. Das ist der Trick in der Natur. Richtungswechsel durch Verkleinerung und dann durch die Reibung, das ist auch nochmal wichtig. Ohne Reibung klappt das auch nicht. Und deswegen muss die Furt schmaler werden. Dort kann man ja durchfahren, davon kommt der Name her. Ja. Da wird dann der Boden angesaugt, gibt es auch Ablagerungen. Und je schmaler das ist, desto schneller dreht sich dort das Wasser andersrum. Und so funktioniert das in der Natur, wenn man es lässt. An jeder Stelle, sogar in unseren Adern, ist alles das Gleiche. Es hat gleicher Effekt. Die bilden sich deswegen. Es ist nicht bloß genetisch. Es sind alles physikalische Vorgänge. Ja. 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 Richtig. Also der mäandernde Fluss ist ein sehr schönes Beispiel, weil wirklich jeder in der Lage ist, an einen Fluss oder Bach zu fahren und sich das mal anzuschauen. Man sieht es ja nicht so gut. Also dass das jetzt dieser Querwirbel ist, das muss man dann sich genau angucken, wo das Wasser fließt und wo das in der Mitte abtaucht. Denn beim Abtauchen, da kriegt es Gravitation in den Kreis rein. Mhm. Und der Witz ist jetzt ist auch noch eine entscheidende Sache beim Torcado, dass es schnell hochgeht in der Furt, Steilkurve geht es schnell hoch, dort ist meistens ein Felsen. Es ist nicht Zufall, es wird an einem Felsen bloß funktionieren und deswegen bildet sich das alles so aus.
Schnell hoch und dann langsam runter. Und durch die längere Zeit beim Runtergehen haben wir da ein Energiedelta. Denn bei hoch wird ja was verloren, aber ich bin Physikerin, ja. Jeder Physiker sagt immer, kann nicht sein, das ist ja gleich. Nein, die Zeit ist länger. Beim Abtauchen ist sie länger. Außen in jedem Wirbel ist es länger, langsamer, weil der Radius größer ist. Und es geht ja nicht nur runter, es geht ja auch dann schon so. Bei den meisten Wirbeln gibt es dann zwei Komponenten in der Richtung. Aber die Abwärtskomponente ist die Energie, ist der Energiezuwachs in dem äußeren Feld. Und hier haben wir die Kapitation beim Mäander und im Körper haben wir dann die Biofelder, die Organe umgeben, wo überall diese Verästelungen drin sind. Schön, ja. Nun ist die Wirbel, ihr Wirbelweltbild nicht plötzlich auf einmal vollständig da gewesen, sondern es hat sich ständig erweitert. Sie haben selbst neue Erkenntnisse gewonnen und sie haben, wie ich aus der letzten Raum und Zeit ganz eindeutig weiß, auch Erkenntnisse anderer Menschen mit einfließen lassen. Können Sie den Zuschauern mal sagen, was diese letzten Erweiterungen beinhalten? Ja, es gibt da Aufzeichnungen aus der Zeit von vor etwa 120 Jahren. Da fing das an bis 1933 von Charles Webster Leadbeater und Annie Besant. Das sind Theosophen gewesen mit großen Fähigkeiten in außersinnlicher Wahrnehmung. Also die hatten es drauf, ihren Bewusstseinsfokus vom physischen Körper in die höheren Körper zu setzen und mit denen dann Beobachtung zu machen. Also die höheren Körper, die wir haben, außen als feinstoffliche Wirbel, muss ich jetzt dazu sagen, davon wird fast nie gesprochen in diesen Kreisen, wo man das sehen kann, die haben auch Augen und die kann man benutzen. Man muss es nur schaffen, von der groben Materie in die feinere zu kommen und mit der konnten sie sich dann schrumpfen und in kleineren, naja, Welten kann man nicht sagen, denn die sind gleichzeitig kleiner und größer. Das wissen wir auch von Wirbeln. Je enger der Wirbel in die Mitte kommt, desto größer ist der Radius. Ja, wenn der Kern kleiner ist, die Teilchengröße. Die Teilchen sind immer nur der Kern. Unser Körper ist auch nur der Kern. Und desto weiter gehen sie dann außen weg. Und wenn es nicht so nah an Kern geht, wenn wir große Teilchen haben, dann ist es eben ein kleinerer Wirbel. Und wir haben vielleicht unser normaler Wirbel, den wir so sehen, hat 6 Meter. Und wenn er es schafft, in Mentalkörper zu kommen, dann hat er in Entfernung von, was weiß ich, ein paar Kilometern oder kann man sich fast aussuchen, je nachdem, in welche Ebene man reintaucht. Je feiner der Körper ist, den man benutzt, desto dehnbarer ist er. Es ist eine Frage, wie man den Wirbel dann steuert. Das konnten die. Und damit haben sie die Mikrowelt angesehen. Zu einer Zeit, wo das Periodensystem gerade aufgestellt wurde. Also da hat man keine Ahnung gehabt, was ist ein Atom? Und dann ging es ja los mit dem Bohrschen Atommodell, Wasserstoff, ein Proton, ein Elektron. Und die haben da reingeguckt, am Anfang auf einer Wiese, in die Luft, konnten da den Sauerstoff, den Stickstoff finden und Wasserstoff auch. Und später haben sie dann ganz gezielt, soweit sie konnten, das Periodensystem untersucht. Und 1924 kam dann ein Buch raus, Okkulte Chemie. Vorher wurde das alles auch schon mal veröffentlicht in Zeitschriften, aber kennt kaum jemand. Aber dieses Buch ist da, kann man da kaufen. Und die haben dann weitergemacht bis 33, dann ist Lieb wieder gestorben. Danach ist die waren dann alt, schon über 90 oder so. Und 1950 kam dann nochmal ein Buch raus von seinem Mitarbeiter, von seinem Assistenten. Die haben dann weitergemacht, haben das nochmal alles aufgeschrieben, viele Nebennotizen. Und da sieht man dann auch, dass sie chemische Verbindungen angesehen haben, wie Wasser wirklich aufgebaut ist. Also Fakt ist jetzt, was sie gefunden haben, um das mal abzukürzen. Das, was die Physik also ein Wasserstoffatom sieht, besteht eigentlich aus 18 kleinen Wirbeln.
Die haben die Anu genannt, Uratom. Und diese Wirbel gibt es in zwei Varianten, einmal rechtsdrehend, einmal linksdrehend. Also bedeutet es, beim Wasserstoff hat man neun rechtsdrehende, neun linksdrehende Anu. Und die sind in einer Art zusammengesetzt, die genau in diesen Büchern beschrieben ist. Also es gibt da verschiedene Ebenen, in denen die Anu sich zusammenfinden. Zuerst sind es Dreiergruppen, dann sind es Neunergruppen, also die drei bilden wieder Dreiergruppen. Und das ist, was heute die Physik als Quarks bezeichnet. Also die ganze Physik kann man dann wiederfinden, wenn man es genau mal anguckt. Das haben die damals einfach gesehen. Und das ist ein großer Fundus, diese Bücher da. Und dann kann man natürlich, wenn man das sich genauer anguckt, ich habe da auch ein paar Jahre gebraucht, um da einen Blick dafür zu kriegen. Oder ich ziehe im Grunde inzwischen fast alles daraus raus, was eigentlich Ladung ist, das weiß die Physik nicht. Keine Ahnung haben die. Die wissen nur, was sie messen, aber wissen nicht, was es ist. Die wissen auch nicht, was Masse ist. Ja, das habe ich aus einer anderen Ecke gefunden. Darüber hat er nur nicht gesprochen. Er hat lediglich immer gezählt, wie viele Anu das sind. Und dann sind sie dann immer auf diese Elemente gekommen. Immer mal 18, dann kommen sie auf die Masse. Also 18 Stück davon. Die konnten also die Atommasse aus den Tabellen der Physiker durch 18 teilen. Dann haben sie die Zahl der U-Atome. Das war immer gleich. Aber ihre Bilder sind so kompliziert, das hätte man nie reinkonstruieren können. Und die sind zum Teil genauer gewesen. Und wenn sie mal ungenau waren, dass ein gefehlt hat, oder die haben meistens eins zu viel drin gehabt, weil sie sich gedacht haben, naja, wenn das oben so ist, dann ist das unten wieder so. Diese vielen tausend Dinger zählen, das haben sie sich manchmal gespart, dann sind sie so systematisch vorgegangen, haben die Grundbestandteile, die gleich waren, ausgezählt und haben das dann multipliziert. Da haben sie nicht bedacht, dass der Südpol kleiner sein muss. Da fehlt ein einziges Uratom und schon ist das Ding stabil. Wenn Sie das wegnehmen, stimmen Sie genau wieder mit der Physik überein. Das ist zum Teil richtig lustig, wenn man das dann aus der Richtung sieht, dass es so sein muss. Ja, diese Struktur, dass die Kerne der Wirbel, dass die immer so irgendwie von unten zusammenlaufen, oben sich öffnen, das zeigt sich ja dann auch außen in den ganzen Strömungen. Und diese, wie soll ich sagen, Konusform. Der Konuswinkel ist ein passt wunderbar zum Begriff Ladung. Je steiler der Winkel, desto größer muss die Ladung sein, die dort reinpasst. Und dort sitzt sie dann auch. Kann man wunderbar dann zusammen addieren, zusammen, naja, ist wie ein Krimi. Ja, das ist sicher auf jeden Fall eine sehr kostengünstige Forschungsmethode, die aber leider den meisten Menschen nicht möglich ist. Zumindest vielleicht möglich wäre, wenn sie ihre entsprechenden Sinne schulen würden. Aber Ich denke, das gibt viele, die das könnten, die das wiederholen könnten. Und die hatten das dann auch gehofft, dass das schnell wiederholt wird. Aber es ist ja kaum bekannt geworden. Und die ganze Politik hat sie verhindert. Man soll sowas nicht wissen. Ja. Und es ist ja jetzt nicht bloß das, was die praktisch in ihren Büchern aufgezeichnet haben. Das kann ja jeder lesen. Das ist ja das Schöne. Schon deswegen möchte ich das empfehlen, dass es weiter bekannt gemacht wird. Sie haben sich auch gestützt auf Wissen aus den vedischen Schriften. Und da wird auch der Aufbau der Welt erklärt, wie die Welten, also wie man das so in der Verschachtelung sehen müsste. Und das ist was Wichtiges, was ich erst dort entdeckt habe. Ich habe keine anderen Quellen. Ich hätte ja auch in den vedischen Schriften das finden können. Aber die haben auch eine schöne anschauliche Zeichnung gemacht, zum Beispiel der Weltenwürfel. Dass es sozusagen sieben Welten gibt, die aufeinander aufbauen um uns herum. Und jede der Welten hat sieben Stufen. Da finden wir drin die Aggregatzustände. Unsere Physiker kennen nur drei plus das Plasma. Also fest, flüssig, gasförmig, Plasma. Das ist jetzt Physik, das kann man messen, da hat man Technik dafür.
Und dort in dem Weltenwürfel gibt es darüber, über diesen 4 Stufen, noch 3 weitere. Vor dem Plasma noch eine und dann oben die mit den Anu, wo die Anu alleine sind. Ja. Und jetzt noch was Wichtiges. Diese 7 Stufen fangen immer mit Anu an. Und nach der siebten, also das sind immer Kondensationen. Die drei, die ersten beiden und, oder sagen wir mal so, die bilden Dreiergruppen, wenn es Materie wird. Die bilden Zweiergruppen, wenn es Licht wird. Oder Vierer, Licht ist immer symmetrisch und deswegen kann es nicht gemeinsam drehen und keine Masse pumpen. Ich habe noch was Wichtiges vergessen. Der Begriff Masse ist der Sog im Wirbel. Wir wissen, was der Tornado für eine Kraft hat, um Dächer abzusaugen. Ja. Das ist am Teilchen die Masse. Da gibt es ja die von außen und die von innen. Also die Wirkung von der ist jetzt zu genau. Wo war ich? Wo war ich? Masse. Was haben wir denn vorher besprochen? Ja, Sie waren gerade dabei, diese siebenstufigen Aufbau. Ja. Warum die Stufe 8 anders aussieht. Bei der Also. Stufe 7 haben wir also die 7. Kondensation. Immer wieder haben die sich neu zusammengefügt mit Überwirbeln. Das ist dann jedes Mal ein neuer Aggregatzustand. Immer eine Kondensation, wie wir das schon kennen, von Gas zu fest und so weiter, zu flüssig und von flüssig zu fest. So ist das aber oben auch schon. Um da anzukommen, haben die sich immer wieder zusammenkondensiert in größere Strukturen. Das ist das, was sie da gezeichnet haben. Aber bei der Stufe 7 geht es nicht so weiter. Es wird nicht noch kompakter mit noch mehr Teilchen, sondern auf einmal lösen sie sich völlig auf in das, was sie ganz am Anfang waren, x Welten weiter oben, und setzen sich neu zusammen zu einem neuen Uratom. Dann geht es total von vorn los mit neuen Uratomen, das einfach größer ist, aber das hat in seinen Bahnen noch eine Spirille mehr. Also die Bahnen sind nochmal gedoppelt. Später doppeln die kleinen wieder, ja. Und wir haben also in der physischen Welt schon 7 Stufen von Spirillen. Aber nach der physischen Welt geht es eben weiter, und das steht bei Lieb wieder nicht, dass die biologische Welt, die DNS, hat ein eigenes Uratom. Und dann geht es in der nächsten Welt wieder weiter, in der noch tieferen biologischen Welt. Unser Herz zum Beispiel ist auch ein Uratom. Das kann man direkt eins zu eins sehen, wie die Form ist. Ja? Das sind immer Kerne von Wirbeln. Ist ja selbst ein Kern. Aber der Aufbau drumherum, unsere Organe, ist auch wieder eine Art Element. Und alles, wir sind auch wie in einem Periodensystem aufgebaut. Und so ist es überall. Sogar das Sonnensystem hat Organe wie ein Element. Und noch weiter gedacht, unsere Gedanken kommen auch wie Elemente raus. Weil es sind immer nur Wirbel, die können nicht anders sich kombinieren, wie das Periodensystem uns das schon zeigt. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die es gibt. Aber es ist in 3D, deswegen ist es für uns zurzeit noch etwas schwer zu beweisen, dass es die einzigen sind. Muss ich aber jetzt nicht kommentieren. Wir haben beim Verein Perlenschnur ganz viele Videos schon gemacht über das, was ich da präsentiere. Es ist nicht fertig, es ist immer im Fluss. Und da Ja. gibt es noch ganz viele Fragen. Und das ist eben unsere Arbeit, dass wir da hoffen, dass wir auch junge Leute mit frischen, aktiven Gehirnen dazu kriegen, die uns die letzten Fragen noch lösen oder die aktuellen Fragen. Letzte wird es nie geben. Ja, dieses Kondensieren eben, das ist was Wesentliches, was aus den Veden, was ich da rausgezogen habe. Die haben das nicht geschrieben. Die haben zwar manchmal so ein ähnliches Wort benutzt, aber dann gibt es auch ganz viel in der Esoterik. Oh, Materie ist geronnenes Licht, das stimmt ja alles. Ah, das ist kondensiert. Und meine Hypothese ist jetzt noch im Weitergehenden, dass diese 7 Stufen, die gibt es ja nun in jeder Welt. Also über unserer physischen gibt es ja die astrale Welt, die hat auch 7 Stufen. Gibt es alle 7 Aggregatzustände und dann die mentale, die gibt es dort auch und dann die intuitive. Ja, und wir sind mit allen verbunden.
Das ist das Interessante daran, weil, was heißt hier, weil, wir sind eben so, wir sind so konstruiert, dass wir so weit reinpassen in die Hierarchie der Welt. Es gibt auch Wesenheiten, die das nicht können. Der Mensch ist da was ziemlich Besonderes. Er hat also in seiner Geschichte, in seiner Entstehungs-, ich rede jetzt nicht von als Entstehungsgeschichte, dass es sich gebildet hat, wie das Darwin erklärt, sondern er ist eine Kombination aus ganz vielen Wesenheiten, aber das ist jetzt nicht von mir, das muss ich jetzt nicht unbedingt dazu packen. Also er ist auch ein Kondensat von vielen und deswegen ist es so komplex. Deswegen kann er so, auch in seiner Kraft kann er viel mehr, wenn er möchte, wenn es so steht und wenn er es nutzen lernt. Also auf jeden Fall scheint mir wichtig, dass nach diesen Erkenntnissen von Leadbeater und Pheasant letzten Endes das, was man auch als geistige Welt oder geistige Welten bezeichnet, auch alles aus Wirbel aufgebaut ist, mit den jeweils sieben verschiedenen Aggregatzuständen. Da fällt mir direkt eine Frage dazu noch ein. Menschen, die in der Lage sind, geistige Wesenheiten zu erkennen, beschreiben sie ja immer auch formenhaft und gestaltmäßig. Das dürfte dann eine Folge dieser auch in den Ebenen bestehenden sieben Stufen, sieben Aggregatzuständen sein. Ja, und es ist eine Resonanz. Die können nur die sehen, die ihnen ähneln. Wir haben nur, selbst in unserem, jetzt nicht bloß im Körper, auch im Kopf, im Denken, es geht nur mit Resonanz. Und wenn die jetzt völlig anders aussehen würden, dann würden wir die nicht sehen können. Wir müssen also, es ist nicht bloß eine Frequenz, es ist ein kompliziertes Gebilde, was wir da vor uns haben. Und wir sind das Gleiche, deswegen sind wir in der Lage, das umzusetzen oder unsere Subwirbel, wir haben ganzen Körper, sind wir voller Subwirbel. Das ist eben das Wesentliche. Das alles, es ist viel, viel mehr da, was uns sozusagen an uns vorbeirauscht, was wir nicht irgendwie in den Fokus bekommen. Aber sobald es uns ähnlich sieht, dann können wir es selbst in anderen. Ich nenne es jetzt mal Dimensionen, wer da in der Lage ist, wie liegt wieder dahin zu gehen. Ja, hat ja auch ganz viele Bücher geschrieben, was er da eigentlich so macht, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will die ganze Zeit immer noch mal auf die Tabelle zurückkommen, die ich in der letzten Raum und Zeit veröffentlicht habe. Das ist ja eine Tabelle von den Veden, die bei Leadbeater gezeigt wurde. Und da habe ich als Physikerin natürlich schon rumgebastelt, habe mir gesagt, gut, jetzt habe ich einigermaßen eine Größenordnung, dass da die Sachen auch immer kleiner werden, vom Quatsch, Quatsch, die Gesamtwirbel werden immer kleiner, aber die Kerne werden immer größer, wenn man kondensiert. Materie ist ja grobstofflich. Das bedeutet also, zwischen den Aggregatzuständen gibt es auch noch mal einen Größenunterschied, den die Physik noch nicht kennt. Die denken, ja, das geht dann auseinander, aus der Flüssigkeit entsteht dann das Gas, Wasser zum Beispiel, sind einfach diese Atome frei. Nein, teilen sich vorher, die werden viel kleiner, weil es sind ja immer schon Moleküle, die Atome gibt es ja nicht als Kugel. Da sind schon mal beim Wasser, oh, was ist ein Wasser, das ist ja viel mehr noch, 18 mal 10 U-Atome, ganz kompliziert. Und wenn die sich jetzt ins Gas bewegen, dann wären das mehr. Die wären dann viel mehr, das ist Dissoziation. Nach oben ist es Dissoziation, nach unten ist es Kondensation. Also das musste man wissen, dass die Größen anders werden. Und unsere Einheiten. Mir ist aufgefallen, das, was Max Planck gefunden hat, das Planck'sche Wirkungsquantum, ist ein Wirbel in der Mitte unserer Welt, also in der vierten Stufe, da wo wir das Plasma haben. Das ist das, was
in unserer Welt das Wichtigste ist, weil es in beide Richtungen Kontakte hat. Also es kann ganz schnell nach unten kondensieren und nach oben. Und da ist alles integriert. Alles, was sozusagen lebendig ist oder was stabil ist, braucht den ganzen Rest. Es ist immer umgeben mit den feineren, und wenn es innen Kondensate bildet, die passen genau rein, wo sie hingehören. Und das Ganze ist dann immer was Lebendiges. Und über die Einheiten habe ich dann auch die Reihenfolge gesehen. Watt Sekunde Quadrat ist Stufe 4 und Watt Sekunde, die Energie, ist die Stufe drüber. Also die elektrische Energie, die wir hauptsächlich immer als erstes finden. Und noch etwas höher, das Watt, die Leistung, ist in vielen Ecken verbunden wieder mit dem Magnetfeld. Also wir haben das elektrische Feld ist praktisch die Vorstufe vom Plasma. Der elektrische Wirbel, die elektrische Ebene, die Stufe heißt elektrisch, die Stufe 3, und die Stufe 2 ist magnetisch. Deswegen sind die so verbunden. Die sind nur eine Kondensation oder eine Dissoziation voneinander. So, das war jetzt nochmal wichtig, das wollte ich nochmal loswerden, dass wir über diese Tabelle die Physik eigentlich neu zusammensortieren müssten. Begriffe wie Ampere, die gehören in die Stufe 1. Fluss der Anu. Ja. Gibt es denn auch Erkenntnisse über die Ursachen dieser Wirbel? Ich meine, irgendwann hat die Existenz der Welt angefangen. Wir bezeichnen es als Schöpfung. Aber kann man diesen Schöpfungsprozess irgendwie verstehen, wieso der ausgerechnet zu Wirbeln kommt? Da habe ich natürlich auch eine Hypothese zusammen mit den ganzen Angaben, die man auch so über die Theosophen bekommt, die sich darüber Gedanken machen. Oder was eben in den Veden auch geschrieben ist. Es wird ja immer gefragt, was war am Anfang und was ist im letztlichen Hintergrund. Und da gibt es so einen Begriff, der heißt Koilon. Uralter Begriff, weiß gar nicht, kann ich jetzt nicht sagen, in welchen alten Büchern das zu finden ist, aber es wird beschrieben als der eigentliche Hintergrund der Welt, aber der ist fest. Da sage ich als Physiker, ja gut, wir sind in einem Festkörper und er kann sich so bewegen, wie die Atome Festkörper. Es kann ein bisschen vibrieren, er kann sich nur am Platz bewegen. Ja? Und dann bedeutet es, er kann sozusagen wie eine Art Löcherleitung mal so zucken, dass es koordiniert wird. Dass er sozusagen mal was im Kreis macht oder schließlich, wenn es einmal eine Spur schafft, stabil zu werden. Wirbelform, es gibt nur die Tornadoform. Ja? Sobald sich mal so eine Stromlinie bildet, in Tornadoform, die stabil ist, bleibt die stehen. Und die kann sich vielleicht auch kopieren durch die Schwingung dieses Keulen schwingt so, ne? Und dann kann sich das kopieren und dann kann sich dann viele davon wieder was Gemeinsames bilden. Und das war der Anfang. Das war der allererste Wirbel war der Anfang der allerersten göttlichen Welt. Das war die Geburt von Gott. Und die haben dann immer wieder Überwirbel gebildet. Also immer wieder zusammen, sobald die dann eine Gruppe bilden, die intensiv genug ist, wurden die, also das habe ich das kann ich jetzt überhaupt nicht so ganz schnell erklären, in dem Artikel ausführlich beschrieben, in der Raum und Zeit Nummer 233. Kann man als PDF kaufen. Ja. 52. Ja. Ja, ich habe die auf jeden Fall. Da müsste ich noch mal reinschauen. Ich Ja. habe nämlich noch eine weitergehende Frage in dem Zusammenhang. Da Sie ja die Raum und Zeit lesen, kennen Sie ja vermutlich auch den Matthias Pauquet, der ja die Global Scaling Theorie von Hartmut Müller neu aufgebaut und erweitert hat, um die Erkenntnisse von Peter Plichter aus dem Primzahlkreuz. Und gut, der geht ja davon aus, dass die Zahlen letzten Endes
Ergebnisse einer stehenden Welle sind. Und er beschreibt die stehende Welle, zumindest die erste, als kreisförmig. Das ist eine Annäherung an den Wirbel. Der Wirbel ist nicht genau, kreisförmig. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist ja letzten Endes dann auch eine Art Begründung für diesen Wirbel. Also die ganze Mathematik hat mit den Wirbeln zu tun, dass die, wenn sie verkoppelt sind, rationale Verhältnisse bilden müssen. Und wenn sie aber total rational verkoppelt wären, dann wären sie alle, dann würde Information immer durchschwingen, von einem Ende zum anderen. Es ist ja auch so. Aber dann würden wir ja alle hellsichtig sein und von jedem alles wissen. Und der Witz ist jetzt, es gibt auch eine Gegenbewegung in der Resonanz, die maximale Dissonanz. Und das ist der goldene Schnitt. Der ist nämlich so ein Verhältnis, wo der ist am weitesten entfernt vom rationalen Verhältnis, der goldene Schnitt. Also zwei Frequenzen mit 1 und 1,61803,4 und so weiter, die haben keinerlei rationale Zusammenhänge. Da würde praktisch nichts rüberspringen durch eine Mitschwingung. Das Mitschwingen wird da verhindert. Das ist also die Individualität. Die Wirbel sind auch andererseits individuell. Die entstehen aus Verdoppelung, das macht sie, bringt sie in Verbindung. Und natürlich noch Verdreifachung, Verefachung. Es ist sehr vielfältig, aber der goldene Schnitt grenzt sie ab. Und deswegen haben wir in der Natur auch den goldenen Schnitt überall an jedem Zweig, weil die Knospe sich dort bildet, wo sie am wenigsten von der nächsten Knospe hört, weil sie will ihr eigenes Bewusstsein, sie will ihre eigene Form. Ja, die suchen sich die Stellen, wo die Schwingungen der Pflanze noch am stillsten sind. Und dort kann die neue kommen. Das ist keine Kunst und keine Genetik, das ist Physik. Ja. Also ich sehe es schon eher so als eine Art Sinnesorgan, dass die Knospe sozusagen hinhört, hier ist es am stillsten, hier setze ich mich, hier fange ich jetzt an. Dort lässt die Pflanze das wachsen oder es besteht. Kann nur dort entstehen. Und so bilden sich auch diese Tannenzapfen und alles, was wir im goldenen Schnitt finden. Oder die Sonnenblume, die ist ja besonders schön, wie die da rauskommen und sich genau die Stellen suchen, wo sie die anderen nicht hören, um individuell zu sein, um überhaupt eine, damit diese ganzen Samen, damit die eine eigene Haut bekommen, damit sie eine Individualität bekommen. Das findet man in jeder Pflanze, ob das jetzt ein Gurkensamen ist oder in der Paprika sieht man sie alle schön. Die sind individuell, weil sie einen eigenen Wirbel haben. Und das sind immer nur die Wirbelkerne. Ja, ich will ganz gern mal noch auf einen, also ich habe noch 2 bis 3 Punkte, auf die ich kommen würde, aber mit dem einen muss ich ja anfangen. Sie wissen ja vermutlich, dass sehr viel im Moment darüber diskutiert wird, ob die Erde nun eine Kugel oder flach ist. Ich habe selbst den Eindruck, wenn alles aus Wirbeln besteht, dann kann die Erde eigentlich nur kugelförmig in gewisser Weise sein, also da sie ja selbst sozusagen ein Wirbel ist. Oder sehen Sie keine Möglichkeit, daraus zu entscheiden, ob die Erde nun eine Kugel sein kugelförmig sein muss oder flach sein könnte. Sie ist ein Torcado. Es ist eine Art Torus mit einer größeren Oberseite. Und das ist bei uns die Antarktis. Dort haben wir ja also der magnetische Nordpol mit der flacheren Seite, die ist größer, das ist die Antarktis. Das ist das oben. Und es guckt auch zur Galaxis. Ja. Also es ist sozusagen im Galaktusstrom, der kommt von uns gesehen von da und richtet sich aus, wie jeder Torquato sich ausrichtet im umgebenden Feld. Und spitzer ist dann unser geografischer Nordpol, das ist dann der Südpol und da fließt es rein. Und da sehen wir auch das Reinfließen an den ganzen Lichterscheinungen und so.
Also das Feld selbst macht diesen Torpedo und geht auch noch durch die Mitte. Ja. Und innen ist es auch noch hohl, das ist jetzt die Innererde. Ich bin da fest davon überzeugt, dass da eine Oberfläche ist, die ähnlich aussieht wie die äußere Oberfläche. Und die innere Sonne ist dann auch nochmal ein Kern, der bei vielen Planeten, die sind übrigens alle so, bei vielen ist er ziemlich wild, dass man da nicht drin leben kann, aber bei der Erde ist er von anderen Wesenheiten, denen das mal vor vielen Millionen, Milliarden Jahren wichtig war, geordnet worden. Und deswegen kann man da drin auch leben. Da hat man auch Landschaften, Meere, Wälder, alles. Da gibt es Und die ja Sonne geht dort aber besondere. nicht unter. Da muss man damit leben, dass die auch nachts scheint. Aber da Darüber. gibt es ganz viele Hinweise, in den, nicht nur Hinweise, sondern ganz genaue Erklärungen, Beschreibungen in den Talos-Büchern von der Christa Genau. Jasinski. Genau. Ihr Mann war ja dort 10 Jahre lang, zweimal die Woche etwa. Und war, seine Aufgabe war es, aufzuschreiben. Und diese Tagebücher hat sie jetzt herausgebracht. Das sind 9 Bücher. Genau, also ich habe noch keins davon gelesen, aber ich habe Schade. natürlich Berichte, die in der Raum, auch darüber standen ja Berichte in der Raum und Zeit, die kenne ich jedenfalls. Ja gut, es ist schade, wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich sie sicherlich noch mal lesen, aber im Moment ging es bisher bei mir einfach nicht, weil ich in viele Richtungen interessiert bin und dann immer irgendwo wieder Abstriche machen muss. Wir haben auch die Christa interviewt in unserem Verein, im Perlenschnurverein. Also Ja. perlenschnur.org ist die Webseite. Und da hat sie auch erzählt, sie jetzt, da ging es uns gar nicht mal so um die Inhalte der Bücher, sondern das, was man da für die Physik rausziehen kann, für den Aufbau der Erde und so. Da wurde ja auch da drin gesprochen. Er hat ja auch vieles selbst gesehen und zum Beispiel die Tatsache, dass sie trotzdem wissen, wann Nacht ist oben. Obwohl die Sonne immer da ist, die fühlen das. Von außen die Sonne macht schon was aus, ob da wieder Schatten ist oder nicht. Es ist ein Nachtgefühl, was da ankommt. Ja. Ja, dann möchte ich gern zum nächsten Thema kommen, weil es in jedem Fall auch viel im Gespräch ist und Sie da Ihre eigene Meinung dazu haben, nämlich das Thema freie Energie. Grundsätzlich sagen Sie ja, allein aufgrund der Tatsache, dass alles Wirbel sind und dass die Wirbel ineinander verschachtelt sind, müsste es möglich sein, diese Energie aus anderen Ebenen oder Bereichen zu nutzen. Aber sie sagen auch, wir sollten es lieber lassen, weil wir nicht wissen, was wir damit zerstören. An, ja, sagen wir ruhig mal, lebendigen Strukturen. Ja, es gibt also eigentlich nichts auf der Welt, was nicht lebendig ist. Eben. Das müssen wir erstmal verstehen, dass sogar Gegenstände, selbst die, die wir hergestellt haben, haben letztendlich auch Leben, weil ihre Bestandteile Leben haben. Alles, was pumpt und lange lebt, ist angeschlossen an das große Netz. Und damit ist es auch sogar beseelbar durch diese Anbindung. Und ganze Welten, die wir bloß nicht sehen, sind doch jetzt keine Energiequelle für uns. Genau wie wir uns einbilden, wir können der Kuh die Milch abnehmen, das ist auch schon ein Verbrechen eigentlich. Das gehört nicht uns. Die Kuh hat die Milch für ihr eigenes Kind. Und hier bei der freien Energie, da denken wir auch noch, ja, jetzt habe ich ein Experiment gemacht, da hole ich mir Milliwatt, jetzt mache ich das einfach größer und dann wären das Megawatt. Das ist der gleiche Denkvorgang, wie wenn ich sage, so, die Kuh gibt mir 5 Liter, jetzt hole ich mir mal 5000 Liter von der Kuh. Geht nicht. Man kann gar nicht einfach Lebendiges so weit ausbeuten, wie es einem in den Kopf kommt. Also, man wird es sicher versuchen, aber es wird immer Grenzen geben, wo dann diese Welt sich wehrt. Ganz logisch. Also ist sie, oder sie stirbt so weit, dass dann andere kommen und also andere Welten, die das mit beobachten, oder ich nenne jetzt mal Welten, das sind Wesenheiten,
die uns dann den Stopp bringen und auch die Strafe eventuell. Gut, das ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Andererseits denke ich, alle anderen Lebewesen, also auch wir als Menschen und die Erde, die saugen ja auch Energie aus diesen höheren Ebenen. Und das heißt, ja, letzten Endes sind es Prozesse, wo eins das andere bedingt. Und letzten Endes, denke ich, kann man das Sterben und Neuwerden auch aus diesen Prozessen verstehen. Ja. Und die Frage ist für mich tatsächlich, ob man nicht auf sinnvolle Art und Weise diese sogenannte freie Energie nutzen könnte, ohne etwas zu zerstören. Jedenfalls, der Energiebedarf ist ja vorhanden und mit Wind und Photovoltaik, was im Moment massiv gemacht wird, kommen wir sicherlich nicht allzu viel weiter, zumal wir da auch ganz massiv unsere, nicht nur die Umwelt verschandeln, sondern auch in Gesamtenergieprozesse wieder eingreifen. Also in gewissem Maße ist das natürlich, dieses Absaugen von der direkten angeborenen Umwelt, also der angeborenen Umgebung, die dafür da ist, in die wir reingeboren sind von Anfang an. Jede Pflanze macht das. Keine Frage, aber es darf eben nicht übertrieben werden. Diese Grenze müssen wir lernen. Und die Frage ist jetzt, gibt es überhaupt eine Quelle, die wir anzapfen können? Wir müssen einfach lernen, unsere Ansprüche runterzuschrauben. Wir dürfen einfach nicht sagen, ja, wir kümmern uns jetzt nicht mehr um Verbrennung, wir machen jetzt gleich freie Energie und dann haben wir große Raumschiffe, die ganz viel Leistung und so weiter. Ja, das gibt's alles, aber das sind auch negative Entwicklungen. Es sollte uns klar sein, warum sollten wir denen auch noch folgen? Die müssen genauso irgendwann mal zu Verstand kommen, das geht nicht. Da gibt es immer wieder Probleme damit. Das muss so sein. Das ist einfach Unwissen, wie die Welt aufgebaut ist. Und ganze Zivilisationen sind zwar technisch viel weiter, aber vermissen hier für diesen Dingen ganz am Ende. Und Hochentwicklung heißt eigentlich, das zu überblicken und dann nur noch dort eingreifen oder dort sozusagen in Vereinbarung mit den Welten, die da was entbehren können vielleicht. Aber damit muss man, da muss man bewusstseinsmäßig entwickelt sein, um das überhaupt zu können, um das einzuschätzen und um den Kontakt aufzunehmen und um dann da keine Fehler zu machen. Das Das ist sehe ich wie bei auch. Goethe mit dem Zauberlehrling, ja? Wir sind die Zauberlehrlinge Genau. und alle anderen auch mit ihren Raumschiffen. Das Entschuldigung. sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich denke halt, das Wichtigste ist, dass wir erstmal das Wesen des Lebens verstehen und damit der gesamten Wechselwirkungen. Denn alles, was wir schaffen, auch also technisch schaffen, sollte meiner Ansicht nach im Einklang mit dem Leben sein. Und nicht das Leben zerstören. Ja. Und das ist sicherlich, also so denke ich es jedenfalls, eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit, der Gegenwart. Und wird sicherlich wahrscheinlich Jahrzehnte mindestens brauchen, bis das richtig verstanden wurde. Es sei denn, man greift tatsächlich zurück auf alte Schriften, in denen eigentlich schon alles beschrieben ist. Sie hatten selbst die Veden vorhin erwähnt. Wir denken jetzt auch an Leadbeater und Besant. Und ja, es müssen also diese Fähigkeiten vor allen Dingen auch wieder ausgebildet werden, um dann vielleicht wirklich Techniken zu finden, die vollkommen im Einklang mit dem Gesamtleben sind und trotzdem ja, Möglichkeiten bieten, Energie in der Not, ja, von den Menschen gebrauchten Menge bereitzustellen. Ja, genau. Ich bin mir also nicht sicher, ob der Weg, dem Tesla zu folgen, ein guter Weg ist. Mag sein, dass der Kontakte hatte, aber wir wissen nicht, wohin.
Und es könnte ein Zwischenschritt sein, um hier mal, ist doch, aber es ist ganz kritisch, dass man dann wieder in eine falsche Richtung rutscht. Gefällt mir nicht so richtig, dass jetzt so auf Tesla gesetzt wird. Vielleicht um Hoffnung zu machen, ja, aber es ist nicht der richtige Weg, glaube ich. Ich kann auch nicht sagen, wo gibt es wirklich jetzt eine Nische, wo man die freie Energie in großem Maße nutzen kann. Ich kann das noch nicht sehen. Vielleicht gibt es sie ja, aber ich sehe sie nicht. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Die andere Möglichkeit, die dazu alternativ denkbar wäre, ist natürlich die eigene individuelle Entwicklung der Menschen selbst. Wir wissen ja, dass es zum Beispiel ja, japanische oder ich weiß nicht, wo die genau sind, Zen-Mönche gibt, die in der Lage sind, zum Beispiel die Wärme, die sie brauchen, vollkommen aus sich selbst herauszuholen, die sich also mit, ja, praktisch nackt in den Schnee unter eine gefrorene Decke legen können und trotzdem nicht frieren, Ja, sondern die dann. die haben ein Betttuch mitgenommen, was nass war, und die mussten das da trocknen bei minus 20 Grad oder so mit ihrem Körper. Haben die geschafft. Ja, Eben. dann gibt es ja Berichte von Anastasia zum Beispiel, Mikre, die Bücher, dass man sich auch mit dem Körper, dass man sozusagen das Biofeld so stark machen kann, dass es nicht abschließt und dann durch die Umgebung wegflutscht, dass man damit reisen kann, ne? Mit dem Körper. Und Ja. das gibt so schöne Filme, die das zeigen hier. Der grüne Planet zum Beispiel. Das sind Dinge, das ist unsere Zukunft. Wir brauchen keine Energie, die Technik bedient, sondern wir müssen unseren Körper bedienen können. Genau, das. Letztendlich vielleicht sogar nicht nur im Raum zu reisen, sondern auch in der Zeit. Warum nicht? Also, wenn wir wissen, es ist alles kondensiert, dann reicht es eigentlich. Die physische Materie kurzzeitig aus der Fokussion zu nehmen, das ist ja auch nur Sog, der sich aufgebaut hat, mit dem nächsten Körper sich wegzubewegen und dann wieder fokussieren und die Masse wieder aufzubauen. So logisch wäre eigentlich eine Fortbewegung, um Materie mitzunehmen. Abgesehen davon, dass man die auch da lassen kann und herumschwirren kann mit dem Feinstoff durch den Körper. Ja. Aber jetzt diese Kopplung aufzugeben zum Körper, kurzzeitig. Und das ist auch ein neues Gebiet, das die Physik nicht kennt. Die denkt immer, wenn was aufgegeben wurde, dissoziiert, ist die Ordnung weg. Ja, ohne Wirbel. Ohne Wirbelweltbild ist sie weg und verloren. Da haben wir dann bloß noch Entropie. Aber die Wirbel, wenn die noch da sind, haben die volle Information über das, was vorher war, weil sie es gebildet haben. Ja. Das ist ganz neu. Das ist die große Hoffnung, dass wir lernen über diese Übergänge, die machen wir ja sowieso schon laufend, aber die gesteuert mit Bewusstsein nutzen. Und dann können wir auch nicht nur unseren Körper bewegen, wir können auch eingreifen, wir können alles Mögliche bewegen. Gibt so schöne Filme ja, über Yoda, wie der da so ein Raumschiff auf dem Sumpf hebt. Hat er denn gemacht? Er hat sich verbunden, er hat praktisch hat so mit den Händen gewackelt, er hat seine Energien rausgenommen, verstärkt, 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 sich verbunden mit den anderen Energien und dann hat er die über Resonanz sozusagen vielleicht so eine Art Luftpolster drunter geschaffen, einfach aufgelöst durch Wärme und konnte das dann hochheben. Resonanzfrage, da kann man unheimliche Energiemengen entstehen lassen, wenn man die Resonanz hinkriegt. Das ist die Zukunft. Das ist irgendwo in den wahren Welten, in denen wir jetzt nicht mehr drin sind, das Normale. Da sollten wir wieder zurückkehren. Ja, was ich insgesamt ja sehr charmant finde bei der Wirbelwelttheorie oder beim Wirbelweltbild, ist die Tatsache, dass es auch keine Beschränkung der Physik mehr auf das rein Materielle, also das, was wir tatsächlich messen und mit unseren Sinnen wahrnehmen können, gibt, sondern dass sie automatisch alles umfasst, also auch das, was man bisher als Metaphysik oder
sonst was bezeichnet, ist letzten Endes dann doch alles Gegenstand einer einheitlichen Physik. Ja, das Problem ist eben nur, dass die Physiker darauf bestehen, dass man was messen kann. Und messen können sie nur mit Materie. Und eine Wechselwirkung mit Materie geht nur, wenn sie Materie messen. Alles, was drüber ist, geht durch. Das können sie nicht messen. Mhm. Aber sie müssen langsam anfangen, dass das Bewusstsein ein Messgerät ist. Ja, genau. Dass das in allen Dimensionen was kann. Und da gibt es ja schon Physiker, die sich da Mühe gegeben haben, wenigstens über Statistik was zu bringen. Die Barbara an Brennern, Lichtarbeit heißt ihr Buch. Die war früher bei der NASA und dann ist sie Therapeut geworden, weil sie solche Fähigkeiten hat. Die hat dann mit physikalischen Methoden, also sie, mit statistischen, wie es die Physik verlangt, vorgeführt, was da passiert. Ja. Geistige Operationen und so. Also an Menschen Operationen machen mit der geistigen Welt zusammen. Mhm. Und sie hat dann Hellseher geholt, die das sehen können. Und die mussten unabhängig voneinander beschreiben, was sie sehen. Da waren Notare dabei, Journalisten. Und es ist alles dokumentiert. Und es hat aber nichts genutzt. Wird nicht anerkannt. Und das muss mal sich ändern. Richtig. Gut, dann würde ich gern noch auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich auf die Zeit im Zusammenhang mit dem Wirbelweltbild. Was ist Zeit letzten Endes überhaupt? Also wir wissen, dass viele, sagen wir mal, sehr spirituelle Menschen davon sprechen, dass die Zeit eigentlich eine Illusion sei. Andererseits können wir zumindest die Physik nur mit Hilfe des Begriffes Zeit verstehen und beschreiben. Also was ich selbst auf jeden Fall denke, ist, dass die Zeit nicht als eine vierte Dimension zum Raum oder des Raumes aufgefasst werden darf, sondern sie eine eigenständige Größe ist. Ja, was sagen Sie zu dem Thema? Ja, es ist das spannendste Thema überhaupt. Und das sind wir natürlich noch nicht endgültig durch. Aber man muss einfach die Vorgänge im Wirbel angucken. Wenn es innen durch den Kern geht, ist es eng. Dort haben wir keinen Raum. Also es existiert praktisch alles nur in diesen Strömungen. Mhm. Außerhalb von Strömungen ist nichts. Da ist Keulern, totes Keulern. Aber das, wo es Wirbel eben gibt, es ist natürlich nicht immer ganz tot, sondern da sind wieder andere drin, mit anderen Körnigkeiten, aber zu denen haben wir den Kontakt nicht. Aber jetzt betrachten wir mal eine Welt, die kann immer nur mit sich selbst, was in einer Verbindung steht, in einer strömenden Verbindung steht. Und da gibt es oben die Öffnung und dort entsteht Raum. Ab da können wir Raum messen. Und weiter unten wird er wieder enger, da verschwindet Raum. Und gleichzeitig, irgendwie in Vers muss man die Zeit verstehen. Da, wo Raum aufgeht, gehen auch Subwirbel kommt zurück in die Realität. Und wenn es dann reingeht, werden sie rausgeschleudert sozusagen. Die Subwirbel müssen dann, dann bleibt wieder bloß das übrig, was festgebunden ist an diese Strömung. Da wird wieder aufgeräumt. Und über die Subwirbel würde ich mal die Zeit definieren. Weil in den Subwirbeln, die stabil sind, die man richtig durchbringt, die drin bleiben, die haben einen eigenen Takt. Also Takt ist die eine Seite der Zeit. Und wenn diese Subwirbel wieder Subwirbel haben, haben die auch einen eigenen Takt, aber einen anderen. Da hängt jetzt wieder die Geschwindigkeit dran, die Lichtgeschwindigkeit und sowas. Die ist dann auch ganz anders. Die ist nie gleich, die ist von Ebene zu Ebene anders. Einfach, weil der Takt anders ist. Und der Takt hat mit der Wirbelgröße zu tun. Also wir können das schön zusammenbringen. Die Größe des Wirbels sagt was über seinen Takt aus und damit über die Zeit, die da drin herrscht. Mhm. Und wenn ich jetzt als Mensch hier bin und werde ich von der Erde sozusagen gesteuert und die Erde wird vom, sagen wir mal, vom Sonnensystem gesteuert, wobei der Jupiter wieder eine große Rolle spielt.
Wenn ich jetzt aber als Mensch in einem Raumschiff zu einem anderen Planeten fliege, komme ich in eine völlig neue Umwelt. Und es gibt also Hinweise oder Erzählungen, viele halten es für ein Märchen, aber ich nutze das als Gedankenstütze, dass man vielleicht mit einem Raumschiff zu einem Planeten fliegen kann, der viel kleiner ist. Der ist vielleicht kleiner als ein Apfel. Aber weil sein Feld analog aufgebaut ist, können wir da rein. Wir schrumpfen mit, wenn wir uns dem nähern. Samt dem Raumschiff, alles, was ankommt, schrumpft. Und auch der Mensch, der dann dort ist, hat einfach ein schnelleres Herz. Bei dem geht die Zeit schneller. Und wenn der zurückkommt, hat er viel Zeit vor, hat er viel mehr Zeit hinter sich. Ein Beispiel findet man in den Büchern, in den Talus-Büchern von der Christa, Ja. wie der morgens rasiert losfährt, macht dann von Innererde aus eine Reise und kommt abends mit einem Dreitagesbad zurück. Das ist so ein Beweis, die waren beim Planeten, der kleiner ist. Und damit hat er eine schnellere Zeit gehabt. Gibt dann noch ein anderes Beispiel, da haben sie ihm das vorher gesagt, es wird 14 Tage dauern, aber nicht für die Zeit, die er dann hier messen kann. Und das sollten wir uns klar machen, die Größe der Welt, die Größe der Umgebungsschwingung ist der Maßstab. Weil die bestimmt, wie unsere Wirbel aufgebaut sind. Je kleiner diese Schwingung ist, desto kleiner müssen wir auch werden. Wir sind angepasst. Die Wirbel sind nur der Umwelt angepasst. Ja. Und damit ist die Zeit auch angepasst, invers zur Größe der Wirbel. Also so sehe ich den Zusammenhang. Dann gibt es natürlich noch, das ist also, in letzter Zeit hat man da auch eine Diskussion. Da ging es hier um die zwei Arten von Zeit. Chronos ist diese Art vom Takt, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja. Und Kairos, das kennt man als eine Art Qualität der Zeit, die also ganz variabel ist. Die hängt von unserem Bewusstsein ab. Die hängt von den ganzen Zusammenhängen ab, von den Strömungen, die zusammenkommen, von der, was das, also das ist die Astrologie, das ist auch unsere psychische Wahrnehmung. Wenn wir uns freuen oder so, mal vergeht die Zeit schnell, mal langsam. Das hat wieder mit den, naja, mit den ganzen aktiven Bewegungen der Wirbel zu tun. Das sollte man auch wissen. Es ist ja nicht alles starr und festgerastert, was ein Takt und ein Takt und ein Takt, so wie man das vielleicht technisch machen würde. Aber es ist ja alles lebendig. Und damit gibt es Zeitqualitäten. Ich würde das jetzt mal so sehen, wie bei einer Welle im Wasser. Eine Welle im Wasser, die kann einfach so gehen. Und die kann aber auch Schaum haben, wenn sie ausrollt. Da hat man also im Schaum eine andere Qualität. Das ist eine andere Zeitqualität. Wenn da ein Wassermolekül in den Schaum gerät, dann hat die mehr Zeit. Die hat kleinere Wirbel. Und da vergeht die Zeit bei ihm schneller. Und so können wir mit unserem Bewusstsein in so einen Schaum geraten oder in die Tiefe irgendwo, wo die Zeit nicht mehr vergeht. Das ist die Kairos. Und dort haben wir auch in der Gegenwart den Einfluss auf die Umwelt. Wir können auch ganz viel Einfluss nehmen, indem wir in dem Schaum die Zeit, wie soll ich denn sagen, den Zeitvorrat nutzen. Ja. Auch den Energievorrat, den wir damit kriegen. So. Das heißt aber letzten Endes doch auch, dass die Lichtgeschwindigkeit, die immer als konstant im gesamten Weltraum betrachtet wird, keineswegs konstant ist. Ich weiß noch nicht mal, ob man die dem Plasma zuordnen soll oder dem Gas. Das ist, nee, im Gas kennt man ja andere Geschwindigkeiten. Es müsste, ach nee. Plasma ist das, was wir noch messen können. Und wir messen ja Lichtgeschwindigkeit als E-Feld, als Magnetfeld. Ist aber alles unsicher, was man da eigentlich gemessen hat. Weil wir Licht als elektromagnetisch verstehen, sind schon mal zwei Dimensionen, zwei Stufen, zwei Aggregatzustände in der physischen Welt.
Aber ein paar Stufen höher oder in der Astralen gibt es ganz andere Größen, ganz andere Geschwindigkeiten. Das ist allen nicht bewusst. Das ist also totaler Blödsinn. Gleiche Das heißt, Geschwindigkeit. selbst auf der Erde ist die Lichtgeschwindigkeit nicht überall der gleiche. Mit gleichen Messmethoden wird man dieselbe wiederfinden, ja. Aber man kann natürlich Informationen auch anders übertragen, in anderen Ebenen, in anderen Stufen. Ja, Das richtig. spielt gar keine Rolle, wie die Information ankommt, weil dort sind auch wieder Wirbel. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Information wird immer so als Begriff so verschwammig benutzt. Information. Da haben wir also Materie, dann haben wir Licht, dann haben wir Information. Informationen sind auch nur Periodensysteme von feinstofflichen Welten. Die Mentalwelt, die Gedanken sind auch nur Gebäude aus, sind im Grunde auch Moleküle, Riesenmoleküle wahrscheinlich. Und die ziehen sich auch an, die haben eine Abstrahlung und ziehen sich an, wenn sie gegensätzlich sind und können sich verbinden zu größeren. Und nur so können wir überhaupt uns verständigen, weil wir da diese Gebilde wieder einrasten können, unsere Urbilder, Ja. weil die Resonanz damit aufbaubar ist. Ja. Das leuchtet ein. Sie haben vorhin vom Bewusstsein auch gesprochen. Kann man das, was Bewusstsein ist, also wir kennen es ja eigentlich nur aus der Erfahrung, wir wissen, ja, ich bin mir dessen und dessen bewusst und die Menschen haben unterschiedliches Bewusstsein, aber kann man das auch irgendwie mit dem Wirbelweltbild noch tiefer verstehen, was eigentlich Bewusstsein ist? Die ganze Welt ist aus Bewusstsein. Ich kann, Ja. wenn ich es schaffe, kann ich mich mit jedem Gegenstand so verbinden, dass ich aus seiner Richtung gucke. Da kann ich halt auf mich gucken. Es ist die Frage, schaffe ich es, aus meinem eigenen Wirbel rauszukommen, von der Anbindung her, vom goldenen Schnitt her. Da zieht mich ja rein, der goldene Schnitt. Also mein Bewusstseinskern hängt mit dem goldenen Schnitt zusammen. Das ist die unzerstörbare Einheit. Die Ja. entsteht übrigens in der Monadenwelt. Die ist fünf Welten über unserer. Insgesamt gibt es da sieben, nee, sechs Welten über unserer sogar. Die vorletzte. Also wir haben astral, mental, intuitiv, Nirvana und dann kommt Monadenwelt. Genau. Und dann ist noch eine drüber. Mit der hat sozusagen die Monadenwelt nochmal eine Art Flüssigkeit, in der sie schwimmt. Sicher, es geht weiter. Es geht über. Bloß das ist dann nicht mehr menschlich. Das ist für uns überhaupt nicht erklärbar. Überlieferungen sagen, es gibt 800 Welten und wir haben hier nur 49, die wir im Blick haben. Das ist immerhin schon Aber eine wir ganze können Menge. dort nicht hin. Also wir verschwinden dann. Uns Ja. zerlegt es. Selbst unser Bewusstsein. Aber das, was wir hier angucken, das erst recht hier unten in 3D. Also wir sind hier sozusagen tiefgekühlt. Wir sind das Letzte, was von den ganzen höheren Welten noch übrig bleibt. Und das muss auch gekühlt werden. Da muss Ordnung erhalten bleiben. Wie ein Kühlschrank, den darf man nicht abstellen. Da wird wirklich Energie reingepumpt, damit das da bleibt. Und wir helfen dadurch auch unsere Pflanzen und unsere Körper. Durch das Wachstum entsteht Ordnung und Ordnung hat weniger Raum und hat damit pumpen wir sozusagen die Wirbel wieder in das Köllern rein. Durch Wachstum, durch neue Ordnung. Neue Ordnung macht wieder neue Wege ins Köllern. Ja. So, aber insgesamt die Frage Bewusstsein muss man wirklich global sagen. Alles ist Bewusstsein, sogar über unsere Welt hinaus, über unsere 49 Stufen hinaus. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Und alles ist lebendig. Ja. Kann man vielleicht sagen, dass Bewusstsein selbst wiederum viel mit Resonanz zu tun hat, mit dem ich in Resonanz gehen kann, dessen Ja, kann ich das mir ist wahr. bewusst werden.
Und Habe wo ich jetzt keine vergessen. Resonanz finde, da kriege ich Ist auch. klar, ist klar. Weil diese Wirbel können natürlich nur anbinden an andere Wirbel, die irgendwie in der Größe passen. Die Ja. müssen wenigstens im Zweiertakt zusammengehören. Oder jetzt was reines Denken betrifft, diese Gedankenstrukturen, die müssen schon mal in ähnlicher Form im Kopf gewesen sein, damit man sie wieder aufbauen kann. Da muss es sozusagen Andockstellen geben. Ja. Die bilden sich ja, das ist aber jetzt wirklich die physische Anbindung für unser Gehirn. Wir leben ja auch ohne Körper weiter. Und dann sind wir sozusagen eine Ebene höher. Und das ist es allerdings genauso. Da haben wir noch einen Körper, wir bestehen immer noch aus Wirbeln. Und übrigens können wir die zwischendurch noch wechseln. Wir können noch ein paar neue Wirbel aus unserer Seelengruppe oder Familie, nee, nicht Familie, direkt aus unserer Seele können wir zwischendurch tauschen und neue Fähigkeiten holen. Das sind nur Subwirbel. Ich bin abgeschweift. Jedenfalls, auch da haben wir Körper und auch da können wir wieder höher gehen in noch feinere Körper. Und immer bleibt Bewusstsein. Der Kern bleibt, das, was aus der Monade kommt, das bleibt immer drin. Erst wenn wir die Monade auflösen. Ja. Das ist aber ganz, ganz weit weg. Das ist hinterm Nirvana noch. Man kann also im Nirvana noch das Bewusstsein der Monade haben. Gut. Ich denke, im Moment, da haben wir ein relativ umfassendes Bild jetzt geliefert für das Wirbelweltbild. Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle, an Sie auch stellen. Und zwar die erste Frage: Was wünschen Sie sich, dass sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren ändert oder manifestiert? Also der Wunsch, ne? Ja, der Wunsch, achtsam umzugehen mit der Umwelt, mit dem Leben und dass die Menschen mehr auf das Wissen Wert legen, was wichtig ist und nicht nur auf die Dinge, die jetzt wichtig scheinen. Weil wir machen zurzeit noch viel zu viel kaputt, egal ob das jetzt in der Vergangenheit war und auch das, was jetzt von vielen gewünscht wird, ist für meine Blickrichtung nicht immer das Beste. Also was ich heute erzählt habe, das sollte jeder wissen und dann würde von selber achtsamer. Ja. Gut, und die zweite Frage: Was glauben Sie, wird sich auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern oder manifestieren? Ganz unabhängig also von dem, was Sie sich wünschen. Also ich glaube fest daran, dass es jetzt einen Wandel gibt, der von der Weltwirtschaft her, also im Weltmaßstab sozusagen, völlig neue Wege eröffnet. Bin ich mir sicher. Ob das jetzt gleich mit einer Dimensionserhöhung, die parallel kommen soll, ob das so schlagartig passiert, weiß ich nicht. Das bin ich nicht so sicher. Kann man hoffen, dann geht es leichter und schneller. Weil diese Erhöhungen sind ja auch bloß wieder Wirbeldurchgänge. Das kann durchaus sein, dass wir an so einer Stelle sind. Die Welten sind auch so aufgebaut und die Zeit, sozusagen Zeitwirbel, durchaus möglich. Kann aber auch noch lange dauern, dass wir uns da irren in dem Zeitraster, wo wir uns befinden. Wer weiß das genau. Aber es wird von der Weltwirtschaft her besser werden. Viel, viel besser. Bin ich ganz sicher. Das sehe ich eigentlich auch so, ja. Und Schön. damit wird unser Leben schöner. Davon gehe ich aus, ja. Und ich wünsche, das auch noch selbst erleben zu können. Ja, ich auch. Ja. Schön. Dann bedanke ich mich für das Interview. Aus meiner Sicht ist es ein schönes, gutes Interview gewesen. Ja. Also nochmals ganz herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch.
War klasse, Ihre Fragen vor allen Dingen. Schön. Ja.